Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Ich habe mir gerade Boku no Hero Akademie angeschaut. Endlich hatte ich ein bisschen Zeit, weil. Moment. Bachelorarbeit endlich fertig geschrieben. Viele von euch haben mir Glück gewünscht, viel Erfolg und so. Danke an alle, die mir geschrieben haben und wird morgen abgegeben. Werdet ihr wahrscheinlich hier im Video sehen. Ansonsten, momentan Pokémon-technisch nicht viel los. Wieso habe ich mir die Folge gerade angeschaut? Also A, weil ein Kumpel von mir einen Anime-Channel hat, könnt ihr mal abchecken, Anime-Review. Er macht zu Tokyo Ghoul, was mir persönlich nicht taugt, und dann halt zu Boku no Hero, was mir persönlich sehr taugt. Also könnt ihr dort mal vorbeischauen, Link ist unten in der Beschreibung. Ist ein Kumpel von Yu-Gi-Oh! Früher und er ist bekannt als der Leidende. Also er ist der Gottvater des Leidens, also falls ihr das ultimative Leiden sehen wollt, dann solltet ihr mal vorbeischauen. Also, Feuer und Eis Event. Ich bin ein bisschen spät dran, die anderen haben schon drüber geredet. Deswegen auch nur ganz kurz und dann habe ich noch eine kleine Überraschung für euch, damit ich mich von den anderen abhebe, die über das Event geredet haben. Wie gesagt, Pokémon-technisch ging jetzt gerade nicht so viel, deswegen hatte ich keine andere Idee, außer jetzt über das Event zu reden. Endlich mal jetzt, wo ich wieder Zeit habe, spielt das Wetter nicht mit und ist richtig schlimm. Richtig leidend das Wetter, also. Mal schauen, wie es morgen so wird. Wochenende habe ich 2 Blog-Seminare noch und 2 Präsentationen morgen. Und also morgen heißt an dem Tag, wo ihr es sehen werdet. Und am Sonntag, Samstag, Sonntag, Blog-Seminar von 10 bis 18 Uhr oder so. Also richtig leidend. Aber danach, ab Montag, erstmal Zeit zum Spielen. Und ab Montag soll auch das Event losgehen. Also, ich weiß gerade nicht mehr, Montagabend oder Dienstagabend? Ich glaube, Dienstag war es. Das heißt, ich bin wieder voll am Start, Leute. Kann das Event voll ausnutzen. Was gibt es bei mir im Event? Glückseier, halber Preis. Also das Event erstmal angeblich ist das. Noch ist nichts confirmed, bestätigt. Aber das von den Leuten, die andere Sachen bisher geleakt haben. Und die haben bisher alle gestimmt. Also scheint eine sichere Quelle zu sein. Aber zurück zum Event. Also Glückseier, halber Preis. Will ich eigentlich nicht kaufen. Ich habe noch welche. Nicht mehr so viele. Aber eigentlich brauche ich es nicht. Und ich will mir das Geld eigentlich aufheben für den Shop, für die Kleidung. Ich will meinem Avatar eigentlich alles kaufen. Aber ich bin halt ein bisschen zwiegespalten, weil ich halt mit ein paar richtigen Freaks rumspiele. Und wenn ich da keine Glückseier kaufe, dann kann ich nicht lange mit dem mithalten. Deswegen weiß ich echt noch nicht, ob ich welche kaufen werde. Und was gibt's noch? Nicht Doppel-EP, aber vermehrt EP für Throws. Nice, Great, Excellent oder keine Ahnung, wie die auf Deutsch heißen. Und für Eier, also möglicherweise mehr Inkubatoren kaufen, aber denke nicht, dass sich das lohnen wird. Und dann natürlich, wie das Event schon sagt, Feuer-Pokémon und Eis-Pokémon. Eis-Pokémon wird, glaube ich, eher vernachlässigt, gibt es nicht so viele. Und ich kenne mich aus, ich habe krampfhaft versucht, die Eismedaille voll zu machen. Gen 1, Lapras, Ausdauer, Yugong. Ciao, das war's. Gen 2 hat mehr, da gibt es noch das kleine Schrein. Mir fällt gerade der deutsche Name nicht ein und die Weiterentwicklung. Und Sneasel. Und das war's, glaube ich, auch schon. Nur die 3 Erweiterungen. Deswegen Eis kann man eher vernachlässigen. Oh, Rosana gibt's noch. Nicht zu vergessen. Oh mein Gott, Rosana, ja. Feuer gibt's schon mehr. Die Starter natürlich Feuergegel, Glumanda. Hier wurden ganz viele genannt. Fukano, Vulpix, Punita, Hunduster. Und natürlich die Weiterentwicklung Magma. Es gibt also recht viele. Ich glaube nicht, dass die meisten noch irgendwas davon Spezielles brauchen. Ich brauche eher nichts. Solche Events fand ich persönlich halt immer sehr interessant, weil das eine gute Chance gibt, ein 100% Pokémon von der Sorte zu bekommen, was ich noch nicht habe. Problem ist halt, die Map momentan, was Niantic da angestellt hat, sehr, sehr leidend für uns alle. Aber das ist ein anderes Thema, darüber reden wir demnächst nochmal.
wie das Leben dann ohne Maps sein wird, ob die Maps zurückkommen werden, schauen wir mal. Auf jeden Fall echt schade, ich hätte gern ein, also 100% Magma habe ich schon oft verpasst, aber sowas, was bisher nicht gescannt wurde, 100% Galoppo oder so, 100% Vulnona, sowas fehlt mir noch. Auf jeden Fall, das war's zum Event, das startet. Warte, Moment, 13. Juni steht da, das wäre Dienstag, okay. Das Event startet am Dienstag, eine Woche geht's. Und wie gesagt, eine kleine Spezialität für euch noch, damit ein bisschen Pokémon-Gameplay hier in dem Video erscheint. Werde ich meinen 98% Lapras Max pushen. Ich habe kein besseres, ich habe den 100er leider verpasst. Es gab bisher in München 100er und 2 98er, das war's. Den zweiten 98er habe ich. Moment, ich mache mal Screen Record an, dann könnt ihr den sehen. So, das ist der zweite 98er. So, checken wir mal die IVs auch schnell. Hier, bester Satz, Attack, Defense, 15. Der andere natürlich dementsprechend dann 14. Wie gesagt, Lapras finde ich jetzt nicht so schlecht. Es gab mal eine Zeit, wo ich abgeturnt war von Lapras, aber ich sehe Potenzial wieder darin. Und an alle da draußen, die mit meinem Ratgeber-Videos nicht ganz klarkommen, weil ich sage zum Beispiel Kokowai und Aquana nicht pushen. Das bezieht sich natürlich nur auf Effizienz und dem Arena-System. Im Endeffekt könnt ihr natürlich pushen, was ihr wollt. So wie ich jetzt hier zum Spaß, kann man auch viele Sachen pushen. Das ist nur ein Rat, das ist kein Muss natürlich. Was mich ja auch womöglich in ein weiteres neues Segment führt. Und zwar werde ich, also höher als 5 Millionen Staub werden wir nie kommen. Und das heißt, jedes Mal, wenn wir 5 Millionen Staub erreichen, werde ich ein Pokémon pushen. Max. Und ihr könnt bestimmen, welches Pokémon. Ich habe wahrscheinlich eh von fast allem 100%. Und dann werden wir das pushen für ein Video. Und dann sammeln wir wieder, bis wir auf die 5 Millionen kommen. Und dann werden wir das wieder pushen. So habe ich es mir gedacht. Also manche fragen, wozu spare ich den Staub? Es gibt eigentlich keinen bestimmten Grund, wieso ich den Staub spare. Es ist halt eher so, dass es momentan keinen Grund gibt, den Staub auszugeben. Ich habe nichts dagegen, den Staub auszugeben. Es muss halt nur einen gescheiten Grund dafür geben. Und für mich als YouTuber gibt es halt nur den einen Grund, und zwar Videos machen, für gute Videos. Aber spielerisch gibt es momentan halt echt keinen einzigen Grund, Pokémon zu pushen. Der einzige Grund ist halt einfach nur, seine Pokémon zu pushen. So dumm, wie es auch klingt, seine Lieblings-Pokémon halt. Aber hier haben wir auf jeden Fall jetzt gleich ein Max Lapras. Hat 100 irgendwas 1000 gekostet. Kein Dreifach-Push. So, das war's. Candy, ich habe nicht drauf geachtet. Könnt ihr da ja dann sehen, wie viel ich verbraucht habe. 2561, 98% Lapras. Deswegen push ich nicht. Richtig unnötig eigentlich. Aber wieso nicht? So, das war's. Hinterlasst unten in den Kommentaren, was ihr vom Event haltet. Freut ihr euch drauf, worauf freut ihr euch, was erwartet ihr? Werdet ihr es voll ausnutzen? Kauft ihr euch Glücksfeuer? Alles zum Event unten in den Kommentaren. Zweitens, habt ihr ein klasses Lapras? Wie viel Prozent hat das? Habt ihr ein 100%? Und wie hoch habt ihr es gepusht? Und drittens, taugt euch Boku Hero Akademie? Wenn ja, hinterlasst ein Like und checkt meinen Kumpel ab. Ansonsten war es das. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist just Business.